Die heutige Demonstration von rund 1000 Schülerinnen und Schülern hat gezeigt, dass noch nach etwa 10 Jahren zum ersten Mal wieder Schülerinnen und Schüler für ihre Belange gemeinsam aktiv werden. Auch der Stadtelternbeirat hat seine Solidarität bekundet. Der Protest ist ein Ausdruck dafür, dass seit vielen Jahren zu wenig in Bildung investiert wurde. Diese Bewegung wird nicht einfach wieder aufhören, sie setzt den Grundstein für weitere Proteste. Der Protest von Schülerinnen und Schülern ist in Kassel wieder auf die Tagesordnung gesetzt, das begrüßen wir sehr. Dieser Protest ist nicht das Werk einer bestimmten Partei oder politischen Gruppierung, wie es die Berichterstattung der letzten Tage nahelegen möchte. Der Protest ist Ausdruck eines Unmutes in der Stadtgesellschaft. Die Kasseler Linke hat den Protest von Anfang an unterstützt. Hierin sieht die Kasseler Linke ihre erste Verantwortung, die Unterstützung sozialer Proteste in und außerhalb des Parlaments. Die heute erneut von uns eingebrachten Änderungsanträge für eine Erhöhung des Sanierungsgelder um 7 Millionen Euro sind auch ein Resultat dieser Bewegung. 7 Millionen mehr, bei der bekannten Investitionslücke von 144 Millionen immer noch weit entfernt vom eigentlich Notwendigen. Aber durch Ihre Zustimmung, meine Damen und Herren Stadtverordnete, können Sie heute mit uns einen ersten Schritt in die richtige Richtung tun, statt sich auf den ohnehin fließenden Geldern vom Land und Bund auszuruhen. Natürlich wäre der Magistrat mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er sich die 23 Millionen entgehen ließe. Das Paket ist aber als Zusatzprogramm gedacht und nicht der Weg zu einem sanierten Haushalt. Zu Frau Köpp möchte ich nochmal sagen, Sie haben gesagt, jetzt lohnen sich große Projekte. Da kann ich nur sagen, man investiert nur dann, wenn das Dreifache obendrauf bezahlt wird von Land und Bund. Das kann nicht die nachhaltige Bildungspolitik der Kasseler Schulen sein. Leisten wir selbst als Kommune einen Beitrag, die maroden Schulgebäude in den nächsten Jahren zu sanieren? Das KIP 2 wird gerade mal ausreichen, die Grundschulkapazitäten auszubauen. Diese sind aufgrund wachsender Schülerinnenzahl natürlich notwendig. Für die notwendigen Gebäudesanierungen wird dabei aber kaum etwas übrig bleiben. Wollen Sie es wirklich so weit kommen lassen, dass eine Sanierung den heutigen Stand um ein Vielfaches übersteigt? Ein Blick nach Berlin zeigt, dass in solchen Fällen der Gang in die Privatisierung der Gebäude oftmals als letzte Zuflucht gesehen wird. Das will hier im Hause angeblich niemand. Wo aber ist der Plan des Magistrats, den Gebäudeverfall und damit die weitere Teuerung der Gebäudesanierung zu verhindern? Hier passiert einfach zu wenig. Daher fordere ich Sie noch einmal auf, unseren Änderungsantrag für eine erhöhte Summe für die Kasseler Schulgebäudesanierung zuzustimmen.